So, weiter geht's. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Ich bin noch nicht mal nachgucken gegangen. Ich konnte mir das noch merken mit PKD, SOKP. Ist das überhaupt richtig? Ich hoffe es. Nee, Quatsch. PKO, SDKP. In der Reihenfolge habe ich es mir aufgeschrieben. Ja, wir hatten hier dran, wenn ich es jetzt richtig gesehen hatte, haben wir... wir hatten Carbon 1 frei, dann Paläozoikum, Cambrium, Ordovizium in der Reihenfolge. So, Paläozoikum war das letzte von denen, das ganz unten stand, also die erste Zeit quasi. Danach kommt Cambrium, Ordovizium, also die Reihenfolge Paläozoikum, Cambrium, Ordovizium findet sich hier wieder. Und das Carbon und dann 1 frei, das findet sich ganz am Ende, das sind die letzten Erdzeiten, die hier mit aufgelistet sind. Es ist also ein bisschen durcheinander, insofern, dass man zunächst ein paar alte hat und man dann zu den neueren übergeht. Also man muss sie sich in der Reihe aufschreiben und sieht dann, wie die Reihe von vorn wieder losgeht und dann wie die Zusammenhänge sind. Und demnach müssten wir eigentlich Perm uns raussuchen, wenn ich das richtig erkannt habe. Wir schauen aber erstmal, was wir hier noch haben. Oh gut, eine Anleitung. Ach, toll. Füßen einstecken. Code hält 24 Stunden und so weiter und so fort. Morgendlicher Betrieb setzt Vorgang zurück. Schlüssel gegen Uhrzeigersinn auf Eingabe drehen und 3 Sekunden halten. Was? Tastatur setzt zurück und piept 3-mal. Im Uhrzeigersinn auf Zurücksetzen drehen. Vorherigen und neuen Code eingeben. Klingt machbar. Das wollt ihr jetzt aber nicht von mir, dass ich das auswendig weiß, oder? Das wäre ja noch schöner. Okay. Oh, wie ging doch gleich der Merkspruch? Kamele ohne Socken denken komisch oder so ähnlich. Was? Bla, bla, bla. Ja, okay, ich wollte es nur noch mal kurz zeigen. Das Blöde ist hier nämlich, dass das in irgendwie, also das sah so aus, als ob das, ich glaube, das ist Französisch. Das ist dann Permian und Devionion heißen soll, weil man hat ja auch den Akzent drüber. Oder Silurian. Deswegen habe ich das jetzt nicht so ganz gecheckt hier. Ich habe immer hier unten drauf geguckt. Ich könnte natürlich auch einfach hier gucken. Da steht es so, wie ich es brauche. Wir brauchen das Perm, hoffe ich. Wir werden es sehen. Klingt richtig. Ja, klingt richtig. Nimm Perm. Zack, okay, dran damit. Mein bester Tipp. Ja. Haben wir das schon mal? Ich weiß nicht, was wir sonst jetzt noch machen sollen hier. Ich habe gerade gesehen, hinten war irgendwo ein Schild, wo was auf der Rückseite stand. Gut, dann müssen wir jetzt wahrscheinlicherweise hier zum Rondell und müssen es mit dem Perm versuchen. Ich hoffe, ich muss mir jetzt nicht gemerkt haben, was da drauf stand. Das wäre ein bisschen blöd. So, okay, hier drüben haben wir die Schalttafel. Ich hoffe, der weiß das aus dem Kopf jetzt, was auf dem Perm drauf stand. Ansonsten muss ich jetzt nochmal rübergehen und nochmal schauen. Aber erstmal reden wir mit Nima. Alles gut zwischen Ihnen beiden? Bringen Sie einfach den Aufzug zum Laufen. Ich habe nicht mit Ihnen gesprochen. Bitte keine Streitereien mehr. Unsere Lage ist doch so sonst schlimm genug. So, Entschuldigung. Ich war gerade hier am Cappuccino schlürfen. Den habe ich mir gerade noch in der Pause, in der ich mir das aufgeschrieben habe, gemacht. Okay, dann mehr gibt es jetzt auch nicht zu reden mit Nima, glaube ich. Wir versuchen es einfach mal. Was? Hä? Wie jetzt? Ja, dann probier den hier. Keine Ahnung. Ich mag mir das jetzt nicht nochmal durchlesen. Ich mach das jetzt irgendwie hier. Ach, scheiße, das war der falsche. Verzeihung. Das ist ja auch dumm hier. So, nochmal. Zack. Und dann der. Und nochmal der, vielleicht? Keine Ahnung. Wir probieren es einfach mal. Lalala. Lalalala. Ja, drehen wir mal dahin. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue eigentlich. Jetzt muss ich nochmal darüber rennen, das kotzt mich gerade ein bisschen an. Okay, schauen wir es uns nochmal an. Ich bin für sowas nicht geschaffen. Solche Anleitungen abzuarbeiten, habe ich auch im richtigen Leben Probleme, wenn ich irgendwelche Geräte bedienen muss, irgendwelche Analysegeräte und dann immer irgendwelche Listen. Schlüssel auf Eingabe drehen und 3 Sekunden halten. Auf abarbeiten muss. Drehen. Den alten und neuen Code eingeben. Eingeben, halten, zurücksetzen. Code. Okay. Quatsch, hier drüben muss ich ja drücken. Ich versuche das gerade irgendwie zu behalten. 3 Sekunden halten, muss ich das etwa noch einschätzen, wie lange das dann schon da drauf steht? Oder kriegt der das irgendwie alleine hin? Mit dem Timing?
So, was haben wir denn da? Ich konnte jetzt gar nicht lesen, was hier stand. So, jetzt hält er das 3 Sekunden lang. Er drückt es doch gerade runter, oder? Nee. Hä? Was? So, mal so. Okay. Nein, was? Wie? Hä? Doch, das schien jetzt mir richtig zu sein. Oder nicht? Was? So, Input. 3 Sekunden halten. Keine Ahnung, irgendwie. Reset. Was soll ich denn tun? Ach, scheiße. Ich unterbreche jetzt nochmal kurz und probiere jetzt hier nochmal rum und dann sage ich Bescheid. So, ich habe immer noch keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Wir probieren das jetzt einfach nochmal. Tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen... Man kann doch hier nicht so viel falsch machen eigentlich, oder? Klick 1, 2, 3 und wieder zurück. Und dann weg. Mehr gibt's ja gar nicht zu machen hier. Was soll ich denn... Ah, das stimmt nicht. Was soll ich denn hier tun? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Die Taste scheint wirklich bloß zum Weggehen zu sein. Ich weiß nicht, warum die immer so grün blinkt an der Stelle. Das verwirrt mich etwas. So. 1, 2, 3, rüber. Hat keinen Sinn. Ach, ich kann's hin... Warum sagt mir das keiner? Wenn ich da mehrmals drauf drücke, dann... Ach, ich hasse euch. So, wenn ich das darauf lasse, geht es dann irgendwie? Das klang schon mal gut. Ja, und jetzt... Okay, jetzt wieder zurück. Wahrscheinlich. Auf Reset. So? Nee. Aber zumindest haben wir es jetzt schon mal hingekriegt, dass irgendwas gepiepst hat. Ich wusste nicht, dass man das damit weiterdrehen kann, noch wenn ich nochmal hier drauf drücke. Das ist ja aber auch blöd gemacht. So. Ja, ich... Keine Ahnung. Ich lasse das jetzt mal so. Jetzt piepst das bestimmt wieder. Nee, piepst nicht. Hä? Was? Okay, 1, 2, 3 und rüber. So sah es ja eigentlich aus, ne? Ich verstehe es nicht. Ach, jetzt gucke ich noch mal nach. So, nein, ich will doch gar nichts von dir, Mensch. Das ist doch eine Scheiße hier. Sorry, aber das ist wirklich dumm hier. Ach, sowas kann ich ja leiden. Okay, noch mal nachschauen. Kann auch sein, dass ich mich gerade gnadenlos dumm anstelle, aber es irgendwie... Schlüssel auf Eingabe drehen und 3 Sekunden halten. Auf Zurücksetzen drehen, den alten und neuen Code eingeben. Eingabe, halten, zurücksetzen, Code. Ja, Eingabe ist Input. Da habe ich es draufgestellt. Und zurücksetzen, wo soll ich das da? Hier drüben. So, Eingabe ist Input, da bin ich drauf gewesen. 3 Sekunden halten und dann hast du Norm und hast irgendwas anderes noch. So, Reset. Ja, Reset ist ja zurückstellen. So, stellen wir rüber. 1, 2, 3. Rüber. So, dann weg. Oder was? Nee. Ach, wie mich sowas aufregt. Kann ich hier nach unten gehen? Nee. 1, 2, 3. Rüber. Ändert nichts. Was soll ich denn hier tun, Mensch? Ach, das nervt mich doch. So ein Mist hier. Das Blöde ist, wenn ich jetzt hier rumprobiere, abseits der Aufnahme und dann das hinkriege, dann geht's ja weiter. Und das will ich ja nicht. So, Eingabe, 1, 2, 3, bla bla. Ach, nein, ist ja nicht dein Ernst. Ach, ich hasse euch. 5, 1. Okay, neuer Code. Halten wir es einfach. Boah, ist das dumm. Neuer Code. Halten wir es einfach. Yay. Das war ja so dumm jetzt. Aber so dumm. So, Meeresausstellung abgeschlossen. Gehen wir Dr. Sorkin jagen. Na, Billy? Hey, lassen Sie das zu. Sind Sie verrückt? Jemand könnte es sehen. Nur die Ruhe. Zukunftsperspektiven anschauen. Verdammt, Sie leichtsinniger Idiot. Was war das? Hallo, BlackRock. Spionageausrüstung oder so? Ganz genau. Streng geheim. Und wenn du irgendwem davon verrätst, muss ich dich töten. Sie werden hier kein Haar krümmen. War doch nur Spaß.
Hey, ich habe den Aufzug zum Laufen gebracht. Wahre Zeit. Was ist hier los? Nichts, alles okay. Läuft er mit seiner Rasierschaumdose weg. So. Mann, Schluss damit. Wir müssen endlich los. Wir haben nicht ewig Zeit. Genau, wir müssen Dr. Sorkin niedermachen. Bevor die Unfug anstellt. Die Lagunenrotunde liegt in einer Unterwasserumgebung mit höheren Druckverhältnissen. Bitte halten Sie die Nase zu und drücken Sie Luft hinein, um beim Hinabtauchen den Druck auf den Ohren auszugleichen. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Unwohlsein oder Schwindel verspüren, informieren Sie umgehend einen Schwindel? Mitarbeiter. Sie meinen einen tiefen Rausch? Das kann passieren, wenn man Druckluft einatmet. Woher weißt du das? Ich hab's in einem Film gesehen. Ja, natürlich. Wow! Und da fahren wir hin? Ich denke schon. Wow! Schick! Mein Gott, sowas habe ich echt nicht erwartet. Das ist so cool! Vorsicht, ich gehe vor. Cool, seht euch das an. Ich will mit Dr. Hammond sprechen. Und die Telefone gehen offenbar. Nein, das kann nicht warten. Können Sie mich mit Mr. Maguire verbinden oder besser mit Peter Ludlow? Bitte beeilen Sie sich. Nächste Vorstellung, 0:45 fand ich auch gut. Irgendwie gefällt mir ganz und gar nicht, was ich da sehe. Ich bin immer noch vor Ort. Holen Sie jemanden ans Telefon. Wo ist denn Billy? Mr. Parker, ich will keine Rettung. Okay, schauen wir mal. Ich will den Bombenabwurf nicht verzögern, sondern ihn ganz verhindern. Was? Ja. Sie ist nicht kontaminiert, sondern ein Wildreservat. Hier geht's natürlich um ihre Dinosaurier, deswegen müssen wir mal schauen. Diese Tiere sind nicht verseucht. Sie sind stark gefährdet. Ich will sie auch ein bisschen reden lassen, weil sie ich mal wissen will, was sie mir so nicht sagt. Zu. Kann ich überhaupt was? Ah ja. Kuckuck. Ja, das hat's gebracht. Okay. Dann wieder zurück zu Jerry. Jetzt scheint sie auch mit Reden aufgehört zu haben. Okay, dann gibt's offenbar nichts mehr zu besprechen. Dann würde ich sagen, ist Zeit zum Handeln. Aber ernsthaft, wo ist von Billy? Innen verschlossen. Ich habe Nima gesehen, ich sehe die beiden Hardings, aber wo ist Billy? Und was sollen wir jetzt tun zur Hölle nochmal? Nochmal bei Jess gucken? So, ich bin auch blöd. Ich wollte hier mit der Maus das hin und her schieben, aber ich muss es ja mit den Pfeiltasten machen. Okay, Billy ist da, alles in Ordnung. So, gucken wir mal. Hey Dad, das hier sieht aus wie eine Gegensprechanlage. Was? Wo? Gut gesehen, Schatz. Halten wir mal einen Plausch mit Dr. Sorkin. Laura, ich bin's, Jerry. Laura? Jerry, ich höre Sie. Gut, dass Sie hier sind. Jetzt wird alles leichter sein. Was haben Sie getan? Wir werden den Bombenangriff stoppen, Jerry. Diese Insel muss erhalten bleiben. Aber nicht wegen der Dinos. Ah, Billy Die freut sich schon. Die Überlebenden sind meine Geiseln. 4 andere. 3 Amerikaner und eine Costa Ricanerin. Ich lasse sie nicht gehen, bis die Pläne zur Bombardierung der Insel widerrufen werden. Na spitze, ganz großartig. Jetzt sind wir also, nachdem wir schon die Geiseln von Nima waren mit den Hardings, sind wir jetzt also die Geiseln von Dr. Sorkin. Ganz großartig. Und das Problem ist, wir kommen weder vor noch zurück. Die Tür ist zu nach hinten
Und wir kommen auch nicht nach unten rein zu Dr. Sorkin. Das ist ganz toll. Und sie wollte das wahrscheinlich auch so, dass wir runterkommen. Jetzt sitzen wir in der Falle und müssen ihr helfen sozusagen, ihren blöden Plan zu vollziehen, nämlich die Dinos zu retten. Ach, übrigens, was ich euch noch zeige. Nein, das zeige ich euch nicht. Das werden wir gleich noch sehen. Okay. Sie haben kein Recht, uns hier festzuhalten. Rechte sind nur ein ideologisches Konstrukt. Ich will keine philosophische Debatte starten. Welche Rechte haben die Dinosaurier? Haben sie kein Recht darauf zu überleben? Sind unsere Rechte wichtiger als ihre? Ich will keine Rechte vergleichen, so majestätisch und lebendig sie sein mögen. Unsere Dinosaurier sind Phantome. Wir haben sie in eine Welt gesetzt, die nicht bereit für sie ist. Und richtig. Wir müssen sie zum Schutz unseres Ökosystems isolieren und unter Kontrolle halten. Es geht nicht um Rechte, sondern um Verantwortung. Und wir tragen die Verantwortung, unsere Geschöpfe zu erhalten und sie auf ihre Art überleben zu lassen. Die haben aber nichts mehr in der Welt zu suchen. Habt ihr übrigens das Schild gesehen, das hier bei Jerry vorne hängt? Da stand Mosasaurier drauf. Ich denke, ihr könnt euch denken, was das bedeutet. Genau das wollte ich euch gerade zeigen, aber ich zeige es euch doch nicht, denn wir werden das schon noch sehen. Wir müssen etwas tun. Und was? Wir sind zwischen zwei Türen eingeschlossen. Soweit wäre es nicht gekommen, wenn ich sie getötet hätte, als ich die Chance dazu hatte. Nein, Sie verweigern mir doch die Kooperation. Wenn Sie mir nicht garantieren, dass die Insel erhalten bleibt, dann muss ich drastischere Maßnahmen ergreifen. Das ist doch verrückt. Gut, verbinden Sie mich mit dem Militär. Hallo? Hallo? Ich zeige Ihnen, wie eine Verseuchung des globalen Ökosystems aussieht. Oh oh. Ja, wie wir schon festgestellt hatten, Dr. Sorkin geht das Wohl der Dinos über das ihrer Mitmenschen. Und das wird jetzt auf die Höhe getrieben, blöderweise. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, ich habe es aber vergessen, dummerweise. Ach ja, mit Billy. Dieser Fehler wird ihm nicht nochmal passieren. Da bin ich mir sehr sicher. Mit dem Dr. Sorkin töten und so. Wisst schon. Okay, was haben Sie gesagt? Ja, was haben Sie gesagt? Das ist eine gute Frage. Was sagen Sie? Werden Sie den Bombenangriff stoppen? Ach so, es war als was haben... Ja, sonst hätte es Sie ja auch groß hier da gestanden. Das war jetzt nicht das, was ich wissen wollte. Hören Sie auf Sie andere Möglichkeiten. Laura, es gibt andere Möglichkeiten. Uns gegen unseren Willen hier festzuhalten, um die Dinosaurier zu retten, ist höchst unüberlegt. Sie wissen es doch besser, Laura. Ich weiß, Jerry. Ich weiß, was ich tue. Ich habe unmissverständlich gesagt, was passiert, wenn die Insel bedroht wird. Ich hatte Pläne, die von Ingen und der Regierung ignoriert und durchkreuzt wurden. Und jetzt ziehe ich meine Konsequenzen. Toll. Laura? Ich lasse den Mosasaurus frei. Alter. Ein Landsaurier, der ins Festland paddelt, ist eine Sache. Aber Sie sprechen davon, einen Spitzenpredator in über 70% des globalen Ökosystems zu lassen. Es ist nur einer. Wir können ihn wieder einfangen. Na, natürlich. Bevor er den letzten Buckelwal frisst. Übertreiben Sie mal nicht. Laura, nicht! Schlampe! Und mir gefällt nicht, was ich da sehe. Plan B. Und Billy kriegt die Krise. Jetzt wird's ernst. Okay, Billy, Plan B. Ich bin einverstanden, ehrlich gesagt, aber das kommt ein bisschen zu spät. Das hättest du vielleicht tun sollen, bevor sie den Mosasaurier freilässt. So viel zum Thema, es gibt keine Meeressaurier. Los geht's! Und nochmal! Und nochmal! Hindurch! Ethik Teil 1, abgeschlossen. Tut mir leid, Jerry. Aber um diese Insel und all ihre wissenschaftlichen Schätze zu schützen, muss ich etwas tun. Es ist noch nicht zu spät, wir können es rückgängig machen. Nein, das System wurde heruntergefahren, Sie können nichts tun. Halleluja. Die Schleusen sind geöffnet, der Mosasaurus kann raus. Laura, Sie müssen... Nein, Jerry, das steht nicht zur Debatte. Ich wir müssen will Ihnen das zeigen, nicht dass Sie sehen. Raus aus dem Wasser! Verdienst es, Mist.